Hallo lieber Fisch und willkommen zu deinen Frühlings-Highlights. Drei Highlights für den Frühling. Ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer, Tarot und wie immer ist das hier eine allgemeine Legung. Ohne persönliche Ratschläge, es passt nicht für jeden. Und du darfst dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest, den lass beiseite. Und wir schauen hier in diese drei hübschen Orakeldecks hinein. Wir haben hier erst zwei Pflanzenorakel und dieses dritte Orakel, das rote hier, das ist ein ganz besonderes. Das ist nämlich ein Rosenorakel und diese Rosen haben auch ganz spezielle Botschaften. Wir beginnen aber hier mit dem grünen Deck und ich habe hier die Liebe für dich gezogen. Und auch die Liebe, die einfach etwas Neues erschaffen kann, ja. Und so sehen wir hier eben quasi schon Papa-Tomate, Mama-Tomate, Kind-Tomate, eben die Liebe, die etwas Neues hervorbringt, was aber ja jetzt nicht unbedingt ein Kind sein muss. Das kann ja einfach alles Mögliche sein. Und ja, die Tomate, die inspiriert dich, die Liebe in dein Leben einzuladen. Und das ist auch ganz egal, ob du in einer Beziehung bist, ob du auf der Suche bist, oder ob du vielleicht glücklicher Single bist. Ja, wir können immer die Liebe in unser Leben einladen, weil die Liebe auf allen möglichen Wegen zu uns kommen kann und unser Leben immer positiv bereichert. Allein deswegen, dass es einfach eine sehr positive Energie ist. Und wenn du in dir zentriert bist und eben schon so eine gewisse gute Grundenergie in dir hast, dann kann die Liebe leichter zu dir kommen. Und du sollst die Liebe auch achtsam behandeln. Das bedeutet, wenn du jetzt mit Freunden, mit der Familie oder mit einem Partner kommunizierst, dann sollen deine Worte liebevoll sein, damit eben auch die Reaktionen und das, was dir zurückkommt, genauso liebevoll ist. Und ja, dann bist du einfach auch beschützt und in dieser guten Energie, die einfach dein Leben bereichern kann. Ja, war einfach eine Liebesenergie, die wir auch aussenden, uns auf allen anderen Lebensbereichen auch bereichert. Ja, so eine gute Energie auszusenden, kann zum Beispiel dann auch Geld in unser Leben ziehen, kann Wohlstand in unser Leben ziehen, kann Chancen in unser Leben ziehen. Ja, die kann uns Türen öffnen und von dem her lädt dich die Tomate ein, die Liebe in dein Leben einzuladen. Dann haben wir hier Detox, den Löwenzahn. Und das ist auch eine Karte, die einfach so auf den Frühling hin ganz wichtig ist, ja, weil wir einfach, es ist einfach eine gute Zeit, um den Körper zu entgiften und eben auch unseren Kopf zu entgiften und die Dinge in unserem Leben loszulassen, die uns nicht gut tun. Ja, das können Menschen sein, das können Angewohnheiten sein, das kann vielleicht auch eine Ernährungsweise sein, die im Winter uns genährt hat, aber die wir im Frühling nicht mehr brauchen, weil wir auch wieder mehr in die Bewegung hineinkommen. Und im Loslassen liegt ganz viel Kraft und Vitalität und möglicherweise hast du irgendwie eine tägliche Routine, die du immer machst. Ja, also denk mal drüber nach, was du tust, wenn du morgens aufstehst, was du mittags tust, was du abends tust, ja, wie du dich bewegst, wie gesund dein Leben ist, was du auch tust, damit es deinem Körper wirklich gut geht. Und möglicherweise kannst du in diesem Tagesablauf, in dieser Tagesroutine auch einige Verbesserungen vornehmen, damit dein Körper und auch dein Geist im Frühjahr einfach mehr Vitalität haben. Und je mehr schlechte Angewohnheiten und schlechte Denkmuster du gehen lässt, desto besser wirkt sich das auf deine Energie auf und desto besser sind die Dinge, die du in dein Leben ziehst und das, was du für dich in diesem Jahr und in der Zukunft auch manifestierst. Und wenn wir detoxen, dann kann es eben auch sein, dass wir Gegenstände in unserem Leben gehen lassen, dass wir Menschen gehen lassen. Und das Ganze schafft eben Platz, damit
neue positive Dinge in unser Leben kommen können. Ja, und wenn du eben hier zum Beispiel loslässt, was nicht Liebe ist, dann schaffst du Platz, dass die Liebe in dein Leben kommen kann. Und sie sagt, vergebe und vergesse, es ist an der Zeit, weiterzugehen. Und wir haben hier den Befreier, eine alte Gartenrose. Und die Frage, die dir der Befreier stellt, ist erstmal, was bedeutet Freiheit für dich? Und zwar für dich persönlich, ja, was brauchst du, damit du dich frei fühlst? Und manchmal müssen wir alleine handeln, manchmal müssen wir eben auch Entscheidungen alleine treffen. Und das ist etwas, was Mut braucht, was aber auch sicherstellt, dass wir unsere Zukunft aus uns selbst heraus erschaffen und nicht abhängig machen von anderen. Ja, also manchmal müssen wir die Dinge alleine machen, damit unser Weg, unsere Zukunft eben dem entspricht, was unsere Seele sich wünscht und nicht den Vorstellungen und Erwartungen von anderen entspricht. Und das ist das, was der Befreier zu dir bringt, ja, was auch hier mit diesem Detox noch zu tun hat. Und er inspiriert dich, eine Zukunft zu erschaffen, die komplett im Einklang steht mit deinen Wertvorstellungen und auch mit deinen Wünschen für deine Zukunft. Und diese Rose bringt Hoffnung, ja, und sagt, dass so diese Energien von Durchbrechen und Möglichkeiten nutzen zu dir kommen. Und mit dieser Durchbruchsenergie und der positiven Hoffnung, die kommt, geht aber auch die Gefahr falscher Hoffnung einher. Also versuche hier wirklich realistisch zu bleiben und mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen. Und der Befreier hat generell eine starke optimistische Wesensnatur und auch so einen gewissen Gerechtigkeitssinn für sich selbst und andere. Also Fairness ist einfach auch ein großes Thema, sowohl fair zu dir selbst zu sein, als auch fair zu anderen zu sein und natürlich auch fair von anderen behandelt zu werden. Es ist auch eine Karte, die sagt, lass dich nicht von anderen mobben, lass dich nicht von anderen klein machen, ja, sondern finde einen Weg für dich, wo einfach die Ergebnisse ausbalanciert sind und gut passen für dich selbst und andere. Ja, lieber Fisch, soweit ein Blick für dich in die Energien des Frühlings. Drei Highlights, Liebe, Detox und Freiheit. Sehr schöne Karten für dich. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein wenig inspirieren. Ich freue mich sehr über Likes und Kommentare. Wünsche dir einen wundervollen Frühling. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, meine Arbeit und diesen Kanal hier mit einem Kaffee zu unterstützen. Da freue ich mich wahnsinnig drüber und es hilft mir dabei, diesen Content hier weiter fortlaufend kostenfrei anbieten zu können. Den Link dazu findest du unter dem Video und ich sage herzlichen Dank und alles Liebe.